Aber ein Thema ist auf jeden Fall, das ist, kommt immer wieder auf den Plan, das ist Visualisierung. Ne? Man kann damit als super erfahrener Meister reden, damit man endlich auch mal das wieder drin hat, kann man Leute, die keine Meditationserfahrung haben, in schamanischer Art zu Erfahrungen führen. Dann macht das einen Sinn. Das kommt aber ganz, ganz selten vor, dass man so jemanden hat und der dann das auch genau an den Lernenden, an die Lernende anpasst. Ja. Das, was ich sehe, was am Anfang vielleicht auch ganz nett ist, ist mehr so Unterhaltungsvisualisierung. Das ist auch ganz schön, auch ich habe dem schon beigewohnt und so, habe das auch benutzt. Das Problem dabei ist aber, dass wenn man nicht relativ schnell einen Abstand dazu entwickelt, also das wirklich als Unterhaltung wahrnimmt, man halt so ein festgefügtes Bild von Gefühlsvorstellungsbildern hat. Also ähnlich wie bei einer Droge. Und die verstellen einem das Reale, das Wahre erkennen. Ja? Weil du sitzt dann rum und erwartest eben dieses Gefühlsbild-Dingens von der visualisierten Erfahrung. Ja? Und dann entgeht dir eigentlich das reale Fühlen, worum es eigentlich geht. Deswegen mache ich das nicht. Also es ist entweder auf einer sehr, sehr hohen Stufe angepasst an den speziellen Menschen oder eben Unterhaltung. Und also mindestens ein Tai Chi-Lehrer, ein älterer, Bruce Francis, hat das gesagt in einem kleinen Reel, die zum Beispiel für den kleinen Kreislauf, diese Visualisierung, stell dir vor und so, das ist halt ne, kleinen Kreislauf. Das geht schnell. Ne? Aber da, worum es wirklich geht, ist das wirklich zu fühlen, ohne Visualisierung, ohne dass einem jemand das sagt. Und dann später, 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 das auch zu lenken, weil es ist kein aktives Lenken, sondern es ist ein quasi mehr so wie so ein Öffnen des Weges in diese Richtung. Und das sind alles Sachen, wir sind darauf geeicht, dass wir schnell irgendwie Ergebnisse haben wollen, ne? Der Affengeist motiviert. Und da passt diese normale Visualisierung gut zu. Und das, was es in mindestens in diesem Qigong und das, was wie Bruce Francis gesagt hat, bei ihm im Tai Chi und Qigong, im Neigong eigentlich, das ist auch eine Art von Neigong, wo wir dahin wollen, das geht so schnell nicht. Man hat zwischendrin Erfolgserlebnisse, das ist klar, aber Qi Kung, also eine Praxis des, wie war das? Nicht Wohlfühl. Heilströmens, das ist eine andere Übersetzung von Qi. Das dauert. Und ist auch nicht fertig. Ist halt ist endlos. Ist eine Praxis. Und das ist auch gut so. Und ich sitze normalerweise nicht auf so einer Wiese rum. Das ist schon schön. Also wie gesagt, es lebt davon, dass ihr Fragen stellt. Stellt ihr keine Fragen, ist es tot? Nee, nicht ganz. Visualisierung hat man heute als Thema. Weil dieses selber Wahrnehmen ist sehr subtil. Aber da geht es meiner Ansicht nach hin. Da lernt man am meisten von und lernen über sich und wie man selber funktioniert. Ist das Ziel. Danke fürs später zugucken, fürs eben mitmachen, für die, die dabei waren und für die, die gleich
auf die Wiese kommen.